Wenn Sie in Staudämmen oder Stauseen in der Bergregion baden möchten, beachten Sie immer die Warntafeln, ob das Schwimmen gestattet ist. Respektieren Sie immer die Regeln und befolgen Sie die Anweisungen in jeder Situation. Versichern Sie sich, dass das Baden erlaubt ist und beachten Sie, dass das Süßwasser weniger Auftrieb als das Salzwasser hat. Daher ist es ratsam, Schwimmwesten oder andere Hilfselemente zu verwenden. Springen Sie niemals mit dem Kopf voran in ein Gewässer, sondern gehen Sie langsam und verantwortungsbewusst hinein. Der Wassergrund ist von der Oberfläche aus nicht sichtbar und es könnten sich Äste, Steine und andere spitze Gegenstände darauf befinden. Verwenden Sie immer gutes Schuhwerk für den Einstieg ins Wasser. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Handy eingeschaltet ist und die Batterie aufgeladen, wenn Sie in abgelegene Gegenden fahren, damit Sie im Notfall die 112 anrufen können und lokalisierbar sind. Es ist immer besser, in Begleitung zu fahren und jemanden über Ihren Ausflug zu informieren. Vermeiden Sie den Exzess an Speisen und Getränken und seien Sie vorsichtig mit zu intensiver Sonneneinstrahlung, um keinen Hitzeschlag zu bekommen. Hinterlassen Sie keinen Müll und helfen Sie mit, die Natur sauber zu halten, um auch weiterhin Ihre Schönheit genießen zu können. Nur eine saubere Zone ist eine sichere Zone. Dies ist eine Empfehlung des Cabildos, des Stadtrats der Ciudad de Mar, der Gemeinde von Las Palmas und der kanarischen Regierung. Die Gewässer der Kanaren. Sicherheit um jeden Preis. 112, Emergencias, dígame.